Die Digitalisierung bringt einige Herausforderungen mit sich, da in sehr vielen Anwendungsbereichen oft eine starke technologische Grundlage vorhanden ist, aber andere Perspektiven, wie zum Beispiel eine ethische oder rechtliche Sicht darauf, fehlen. Ich bin daher dafür, dass man die Digitalisierung aus einer konstruktiv-kritischen Perspektive in den Blick nimmt, um die Potenziale achtsam und aus einer menschenzentrierten Sicht heraus realisieren zu können. Ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren sehr stark gezeigt, dass die Digitalisierung, die ja sehr viel Heilsversprechen und alles wird besser am Anfang anhaften hatte, auch ganz gewaltige Probleme schafft. Die Überwachung im digitalen Raum, ob das jetzt privat oder staatlich ist, Zerstörung ganzer Bereiche von Wirtschaft, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, der Verlust der Privatsphäre, die Copyright-Probleme, also da gibt es einen Haufen Probleme, die geschaffen wurden und wo niemand so recht weiß, wie man damit umgeht. Und ich glaube aber, dass wir aus der Informatik heraus durchaus diese Fragen auch angehen können und nicht unbedingt technische, aber technosoziale Lösungen dafür finden können. Zunächst steht da mal die Frage, die oft ethisch und wichtig ist: Was will ich überhaupt dem Computer übertragen? Das können einerseits einfache Dinge sein, wie das Formatieren eines Blocksatzes, andererseits aber auch so verantwortungsvolle und komplexe wie das Steuern eines Fahrzeuges. Ziel ist, dass der Computer uns Menschen dient und nicht vice versa. Die Herausforderungen sind eigentlich sehr, sehr vielfältig. Wenn ich jetzt die drei größten Herausforderungen nennen müsste, so glaube ich, dass es darum geht, dass wir lernen müssen, Daten zu verstehen und sie auch wirklich zu verwenden. Da gibt es den sehr schönen Begriff der Data Literacy, also der Fähigkeit, Daten lesen zu können, mit ihnen umgehen zu können. Und das ist sowohl für uns als Forscher sehr wichtig, aber auch für uns als Bürger, Bürgerinnen, weil wir halt ständig mit unglaublichen Mengen von Daten konfrontiert sind. Das ist die erste Herausforderung. Die zweite ist, indem wir auf die Welt schauen, durch Daten hindurch, sehen wir wesentlich mehr Korrelationen, die aber nicht unbedingt kausale Zusammenhänge abspielen müssen. Das heißt, wir müssen lernen zu unterscheiden, was hängt wirklich mit wem zusammen und daher, wie verändert, sollte das unser Verhalten und so weiter verändern. Und die dritte Form, die dritte große Herausforderung der Digitalisierung ist tatsächlich, wie wir Daten sammeln, speichern, verfügbar halten, weil sich einfach die Fülle unendlich vergrößert und wir uns überlegen müssen, wie wir durch diese Datenvielfalt navigieren und trotzdem interessante, wichtige Erkenntnisse für uns selbst, aber auch in der Wissenschaft erzeugen können. Aus der schieren Menge an Informationen ergeben sich zunächst einmal ganz wichtige methodische Herausforderungen. Man kann nicht einfach so wie früher im Gesetz nachsehen und dann behaupten, so oder so ist es. Es gibt viel mehr an Diskurs, viel mehr an Meinungen. Das muss man methodisch abbilden. Das wäre die erste Herausforderung. Die zweite, glaube ich, ist die, dass Juristinnen und Juristen zunehmend, so wie viele andere Berufe auch, unter Druck geraten, weil sich vieles von dem, was wir tun, auch automatisieren lässt. Und die Herausforderung da ist, deutlich zu machen, was denn jetzt letztlich wirklich noch durch Menschen gemacht werden muss und nicht durch Maschinen. Und das Dritte ist, das kommt jetzt vielleicht gar nicht so sehr mit der Digitalisierung, sondern mit der damit einhergehenden Globalisierung. Österreich ist kein Dorf, Europa ist keine Insel. Wir müssen uns viel mehr in einen internationalen Diskurs begeben als früher. The greatest challenge for my discipline is the sheer amount and the diversity of the data that we have now. With all the, as I said, the fan fiction and the computer games, in addition to the printed book and all the other old cultural texts, this is really something that we need to cope with. And also this diversity has consequences for the way we look at reading processes. It's difficult enough to know how a printed text is read, but it's even more difficult to know how people understand digital text. How do readers regulate their emotions, for instance, when they run through a Twitter stream where the one thing is people dying of a hurricane in the Bahamas to the latest outrage about Boris Johnson and then the kitten videos? You know, how do people deal with that? And the next challenge that comes with that is the literacy education. People need to know how to learn to understand these texts and deal with them in an age where of fake news and the hijacking of social media, of politics and so on. People need to know how to think critically about what they read.
Die Herausforderungen der Digitalisierung für die Zeitgeschichtsforschung liegen eigentlich im klassischen Bereich der Quellenkritik. Es ist also wesentlich schwieriger als früher, valide Quellen auch festzumachen. Das heißt, ich brauche ein wesentlich kritischeres Instrumentarium. Der zweite Punkt ist, wie schaffe ich es, Massenquellen durch digitale Überlieferung auch wirklich effizient schnell zu analysieren, ohne vor lauter Bäumen den Wald nicht zu sehen. Und der dritte wichtige Punkt ist, dass man auch trotz der umfassenden Digitalisierung von Daten und Informationen nach wie vor einen analytischen Blick, einen Suchmechanismus entwickeln muss, sonst scheitert man eigentlich im digitalen Steinbruch. An der Universität ist die Haupttätigkeit Forschung und Lehre und dort sehe ich natürlich die größten Herausforderungen, wenn man unsere Studentinnen und Studenten auf die Zukunft vorbereitet, dann soll das natürlich nicht nur Theorie sein, die ist wichtig, aber wir müssen auch sehr viel Praxiswissen vermitteln. Wir müssen vermitteln, wie unsere Studentinnen und Studenten mit Firmenpartnern in der Gesellschaft Positives bewirken können und ihr Wissen dann auch nutzbringend umsetzen können. Eine besondere Herausforderung im Bereich der Medienpädagogik ist es zum einen, ein Verständnis der Technologie zu entwickeln. Und die andere Herausforderung ist die historische Einordnung der Technologie und den kulturellen Kontext zu verstehen. Vor allen Dingen auch, um die Reflexion über den eigenen Medienumgang und die eigenen Medienpraktiken anzuregen. Na, zum einen, dass zumindest die Illusion kreiert wird, dass man ständig und überall erreichbar und verfügbar auch sein muss. Und also, dass man es sein kann und deswegen auch sein muss. Zum anderen, dass man überall und zu jeder Zeit arbeiten kann und deswegen auch überall und zu jeder Zeit arbeiten muss, auch am Wochenende, an Feiertagen und so weiter. Und zum Dritten ändert sich auch die Erwartungshaltung der Studentinnen und Studenten umgekehrt an die Lehrperson beispielsweise, dass die Studentinnen und Studenten erwarten, absolut selbstverständlich erwarten, dass die Lehrperson ihnen alle Unterrichtsmaterialien beispielsweise zur Verfügung stellt. Und dann ja doch einigermaßen überfordert sind, wenn die Lehrperson dann sie bittet, das ein oder andere Buch selbst einmal aus der Bibliothek zu holen, weil das mittlerweile einfach überhaupt nicht mehr gängig ist. Natürlich bringt die auch in meinem Fach Herausforderungen mit sich, denn die Digitalisierung hat eine Kehrseite. Und die besteht vor allem darin, dass die digitalen Angebote dazu verleiten, vielleicht etwas flüchtiger zu arbeiten, sehr schnell von einem zum anderen zu springen, dekonzentriert zu werden, den Verlockungen der weiten Welt des Internet natürlich nachzugeben. Und das ist natürlich für ein Fach, wo es vor allem auf Konzentrationsfähigkeit darauf ankommt, hartnäckig an einer Sache, an einem Problem dran zu bleiben, wo es darauf ankommt, auch Zeit und Muße zu finden, um sich mit schwierigen Texten auseinanderzusetzen. Da ist diese Ablenkungsgefahr natürlich besonders schädlich. Und es bedarf schon einer großen Selbstdisziplin, um diese Gefahren auch abwehren zu können. Ich sehe da drei Aspekte tatsächlich, die würde ich mal nennen wollen. Ehrlichkeit, Verantwortung und Weitsicht. Das führt uns eigentlich zu Immanuel Kant. Der hat in der Kritik der reinen Vernunft ja drei berühmte Fragen gestellt. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und diese Fragen stellen sich uns heute wieder an einer ganz besonderen Schwelle. Denn wenn man auf die Informatik und die Digitalisierung schaut, dann war das bisher so eine Disziplin, die hatte immer etwas bisschen Unfertiges, Spielerisches, Exploratives an sich und genoss so eine Art Welpenschutz. Und man muss einfach ehrlich sagen, das ist vorbei. Es ist jetzt eine ganz andere Informatik mit ganz anderen Fragen, vor der wir stehen. Dann stellt sich eben, wie damals auch heute, die Frage nach der Verantwortung des Wissenschaftlers, des Ingenieurs, des Informatikers, der Informatikerin und die Frage, wie kann ich den Prozess dieser Transformation nachhaltig, weitsichtig gestalten? Die erste Herausforderung würde ich sagen, Digitalisierung mit Freude. Es geht darum, dass wir Ängste adressieren, Ängste bewegen, die Menschen sorgen sich, dass mit der Digitalisierung Neues auf sie zukommt. Das ist zum Teil generell so, dass Menschen vor Neuem Angst haben. Aber bei der Digitalisierung geht es aus meiner Sicht darum, dass wir die Begeisterung wecken, dass die Menschen mit Engagement
dafür sorgen, dass die Digitalisierung das beiträgt zu ihrem Leben, was sie wollen. Das zweite wäre Digitalisierung miteinander. Das ist kein individuelles Konzept. Es erlaubt die Öffnung, das Teilen, das Miteinander, das partnerschaftliche Miteinander zwischen Menschen und auch zwischen Organisationen hin zu einem digitalen Ökosystem, in dem Kompetenzen fluide wirklich miteinander kombiniert werden können und dass wir nicht mehr einzelne Kompetenzen miteinander vergleichen wie beim Schachweltmeister mit der IT, sondern dass es darum geht, dass eine gesamthafte Gruppe miteinander hybride arbeitet, wie ich es vorhin schon bei den Möglichkeiten erzählt habe. Und die dritte wäre Digitalisierung mit Sicherheit. Da geht es darum, dass wir das disruptive Potenzial der Digitalisierung, also das Potenzial tatsächlich zu großen Transformationen beizutragen, so nutzen, dass es uns nützt und dass es etwas adressiert, was wir wollen, dass wir die Sicherheitsaspekte beachten, dass sozusagen die Menschen sich frei und ohne Sorge in der digitalen Welt bewegen können und dass wir auch die ethischen und verantwortungsorientierten Fragestellungen nicht außer Acht lassen. Das ist auch eine große Herausforderung.